Hi, ich bin Nina von Asklepios. Ich bin heute am Asklepios Klinikum in Harburg. Ich treffe Sven und Torben vom ZAG. Das ZAG, das steht für Zentrum für Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz. Und die beiden führen hier heute eine Brandschutzhelferausbildung für einen Teil der Harburger Belegschaft durch. Ich darf dabei sein und euch auch noch mitnehmen. Los geht's! Wir sind im Medienzentrum. Hier findet gleich der theoretische Teil der Brandschutzhelferausbildung statt. Hallo Torben. Hallo. Schön, dich zu sehen. Ja, freut mich auch. Was machen wir heute? Ja, wir machen heute die Brandschutzhelferausbildung. Für wen ist denn die Brandschutzhelferausbildung sinnvoll? Für jeden, der in der Asklepios-Klinik arbeitet. Welche Inhalte werden im Theorieteil behandelt? Allgemeine Informationen, rechtliche Grundlagen, was steckt dahinter, warum müssen wir es machen, warum will das Asklepios-Klinikum es machen? Und dann natürlich praktische Sachen, also wie entsteht ein Brand, wie lösche ich ihn, was gibt es für Möglichkeiten? Was sind die Hauptbrandursachen im Krankenhaus? Also da unterscheiden wir uns natürlich so ein bisschen von der Welt außerhalb des Krankenhauses. Da ist es dann die Elektrizität zum Beispiel, Strombrände. Hier im Krankenhaus ist es fast die Hälfte Brandstiftung. Hallo Sven. Hallo Nina. Jetzt kommt unser praktischer Teil, das ist der Pulverfeuerlöscher mit Brandklasse A für feste Stoffe, B für flüssige und C für gasförmige. Müssen denn alle Teilnehmer hier einen Brand löschen? Ja, das ist quasi Pflicht für alle Teilnehmenden. Einmal den Feuerlöscher in die Hand zu nehmen, einmal wirklich ein Feuer auch zu löschen. Was passiert jetzt bei diesem Tablett? Hier haben wir das Löschen eines Brandes mit flüssigem Brennstoff. Das ist das Desinfektionsmittel. Dafür haben wir unseren Klasse B Feuerlöscher, den Kohlendioxidlöscher oder auch kurz CO2-Löscher genannt. Der stößt sein Gas über den Brandherd aus. Das ist eine schöne weiße Wolke, verdrängt damit den Sauerstoff. Erstickt quasi damit das Feuer. Leider brennen auch Personen und genau darum geht es in diesem letzten Teil. Feuerlöscher, ja, wenn man ihn hat, aber manchmal hat man vielleicht auch nur eine Jacke oder wie wir vielleicht auch im Krankenhaus hier ein Bettlaken. Und genau das zeigen wir an der Stelle. Anlegen, hier oben schön anlegen und ausstreichen. Die Brandschutzhelferausbildung ist jetzt gleich zu Ende. Das hat total viel Spaß gemacht. Ich bin offiziell Brandschutzhelferin und kann jetzt Brände löschen. Sowohl Theorie als auch Praxis haben mir total gut gefallen. Und ich hoffe, euch diese kleine Zusammenfassung hier auch. Bis zum nächsten Mal.